Hey Leute, hier hätte ich jetzt für euch den Chroma Skin Dynasty bzw. die komplette Dynasty Kollektion für euch. Also ihr habt es bereits gerade gesehen, man kann sich entweder den Skin für Chroma einzeln kaufen, das ist dann der Helm, der Körper und hier hinten das Auxiliary. Oder man holt sich das ganze Bundle, da haben wir dann noch ein Skin für alle schweren Klingenwaffen drin, also zum Beispiel die Skindo oder die Galatine, sieht extrem geil aus. Und noch ein Sugatra, was man benutzen kann. Der einzelne Skin kostet 165 Platin, der Waffenskin mit dem Sugatra dabei kosten dann zusammen 225 Platin. Und ganz im Ernst, wenn ihr euch überlegt, den Chroma Skin zu nehmen, holt euch das Pack. Es kostet zwar ordentlich mehr, aber ganz im Ernst, die Galatine oder die Skindo Prime oder die anderen schweren Klingenwaffen sind Waffen, die wir oft und gerne mal benutzen und die richtig gut sind. Also, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, ich kann euch nur dazu raten, holt euch das ganze Bundle. Aber falls ihr kein Interesse daran habt, weil ihr eh nur die Atarax spielt oder irgendeine andere Waffe, die jetzt nicht eine schweren Klingenwaffe ist, dann könnt ihr auch einfach den normalen Chroma Skin nehmen. Dieses Bundle enthält halt eben den Helm, den Brustskin und hier hinten noch ein Auxiliary, das kennt ihr vielleicht noch nicht, das haben nur wenige Frames. Nochmal von vorne. Also es enthält auch ein Auxiliary, das könnt ihr dann auswählen, wenn ihr auf Verzierung geht, das allerletzte. Und dann könnt ihr jetzt hier diese Flügelchen ausrüsten. Ich muss gestehen, von diesen Flügeldingern bin ich absolut überhaupt kein Fan. Sie sollen zwar vom Style her zum restlichen Frame passen, aber ich finde die irgendwie so ugly gemacht. Also, mir persönlich gefällt sie gar nicht. Aber das hier ist ein reines Kosmetikvideo, von daher müsst ihr euch eure eigene Meinung bilden. Gut. So viel schon mal zum Grundskin. Dann, wie kann man den einfärben? Die Primärfarbe, Moment, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ah, jetzt. Die Primärfarbe beeinflusst hier die komplette Innenfarbe. Die Sekundärfarbe müsste den Panzer beeinflussen. Also da bekommt man auch schon ein paar sehr grelle Farben oder ein paar sehr interessante Kombinationen hin. Tertiärfarbe sind dann größtenteils das hier an der Brust, der Gürtel und ein paar Akzente hier am Arm und an den Beinen. Akzente hat dann jetzt wirklich sämtliche Verzierungen, die so dran sind. Und Energiefarbe kann ich euch nur empfehlen, nehmt Weiß oder einen Grauton, damit Chroma auf, wie heißt's, Kälteschaden wechselt. Beziehungsweise auf die Kälteeffekte wechselt. Meiner Meinung nach die besten. Bei der Waffe macht die Primärfarbe die Klinge oder beeinflusst die. Sekundärfarbe diese eigentlich hauptsächlich den ganzen Rest. Tertiärfarbe dann die kleinen Akzente hier. Die Akzente. Ich muss mir unbedingt abgewöhnen, bei der Tertiärfarbe immer zu sagen, dass es die Akzente sind, weil Tertiärfarbe und Akzente sind zwei verschiedene. Das sieht cool aus. Zwei verschiedene Dinger. Generell richtig schöne Metallicfarben hier. Und Energiefarbe dürfte relativ klar sein, was die macht. Beim Sugatra, was haben wir denn da? Hab ich noch gar nicht benutzt, das Ding. Die Primärfarbe anscheinend hier nur den Stängel. Und die Punkte hier unten, die Sekundärfarbe, halt eben den Streifen. Tenno, there's a time-limited mission alert available. Check navigation. Tertiärfarbe hier unten, wo die Energiepunkte drin sind, verfärbt die Fläche. Genauso wie die Akzente, also das scheint alles ineinander überzulaufen. Und die Energiefarbe, naja, seht ihr ja, hier unten alles, was mit Energie zusammenhängt. Was halte ich denn von diesem Skin? Also, an sich finde ich diesen Skin schon ganz schön gemacht, muss man ganz klar sagen. Aber ich habe einfach so ein kleines Problem damit. Dieser Skin soll einen Drachen verkörpern. Und meiner Meinung nach verkörpert er mehr einen Hummer. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber für mich ist Chroma jetzt ein Riesenhummer. Also, Trinity war ja schon Lobster gewesen, aber Chroma ist jetzt noch Lobster hoch 3.
Ja, also dann habe ich es mir einmal eingefärbt, hier so ganz, ganz dunkelrot. Kann ich euch gerade mal zeigen. Das wäre dann dieses Rot hier oder das dunkelste. Habe ich für beides genommen. Rest eigentlich eine Mischung dann aus Schwarz und Weiß. Hat meiner Meinung nach am besten gepasst. Oder, was ich dann auch gemacht habe, ich habe einfach meine ursprüngliche Chroma genommen, habe nichts an den Farben verändert und einfach nur den neuen Helm drüber gezogen. Und ich muss gestehen, das gefällt mir mit Abstand am besten. Also, hier dieses ganze Raue, dieses Wilde, um mal so zu sagen, zusammen mit diesem richtig, richtig, richtig schönen Helm. Also da kommt schon ordentlich was bei rum. Aber wenn ich so viel Geld für einen Skin ausgeben würde, würde ich wahrscheinlich nicht ohne den Körperskin spielen. Also dafür wäre es mir dann einfach zu teuer. Ich habe jetzt hier als Waffe gerade die Skin nur genommen, weil bei meiner Galatine habe ich immer den Mobedo-Skin drauf. Und die habe ich mir auch ein bisschen eingefärbt. Also das finde ich sieht zum Beispiel richtig badass aus. So eine richtig schöne Mischung aus Schwarz, dieses rauchig verwaschene hier oben, gepunktete, auf einer weißen Klinge, sehr, sehr schön. Oder das Ganze auch ein bisschen anders, schwarze Klinge, rot, also egal was man jetzt mit diesem Waffenskin macht, es sieht einfach immer geil aus. Gut, also wie gesagt, das hier ist ein kosmetisches Video, das heißt, richtig helfen kann ich euch eigentlich nicht, ich kann euch nur zeigen, wie alles aussieht. Und da ist mir gerade eine Sache aufgefallen, ich habe gar nicht geschaut, wie sich die Auxiliaries verändern, wenn ich die Farbe verändere. Ah, okay. Also hier hinten, das Auxiliary ist ganz, ganz, ganz stark abhängig von der Sekundärfarbe. War's das schon? Ah, hier auch mit den Akzenten. Okay. Also die Flamme hier mittendrin kann man anscheinend nicht beeinflussen. Wer jetzt? Okay. Gut, dann hoffe ich, dass ich euch damit helfen konnte. Falls ja, könnt ihr mir sehr gerne ein Abo und ein Like da lassen und bis zum nächsten Mal.